Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Stop It Slender. Ich weiß nicht genau, worum es hier geht, aber anscheinend muss man wieder Seiten sammeln. Das machen wir alle natürlich immer sehr gerne, nachts im Wald. Ja? Und ich habe auch einen Gast dabei und den... Stell dich vor. Achso, es ist Short LP, ja, hallo. Bin hier bei Kitab dabei, um Ihnen ein bisschen Mut zuzusprechen. Bei dem Spiel. Ja, und wir sind hier auch schon in irgendeinem Gebäude gestartet, was ich krass finde, weil ich habe es vor ein paar Minuten schon mal angespielt. 5 Sekunden ungefähr. Und da bin ich in einem Wald gespawnt. Ich kann gar nicht mehr reden, weil ich so aufgeregt bin. Und ja, ich habe mir Strata LP zur Verstärkung dazu geholt, weil irgendwie das Spiel, ja, ich weiß nicht, das macht mir irgendwie schon Angst, obwohl es noch gar nichts getan hat. Aber zusammen hauen wir Slender kaputt, Mann. Auf jeden Fall. Okay, also es scheint doch schon irgendwie so ein bisschen an das originale Slender angelegt zu sein. Wenn man sich mal so hier die einzelnen Sachen anschaut. Zum Beispiel hier sind gerade so eine Tanks. Die gab es im Originalen ja auch. Ich guck mir das gerade hier mal an. Ich habe ja hier nebenbei Google offen. Deswegen guck ich mal. Das heißt Stop It Slender, ne? Ja. Guck ich mir das mal so an. Dann habe ich wenigstens so ein kleines Bild davon, wie das aussieht. Ich habe den Sound vom Game auch jetzt erstmal ordentlich leise gemacht. Denn wer weiß, was alles in diesem Add-on passiert. Das weiß man ja alles nicht. Also, es kann ja auch irgendwas aufspringen und so, ne? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein paar Jumpscares. Obwohl das ja eigentlich für Slender untypisch ist. Der ist ja meist so, dass der einfach hinter einem steht. Naja. Ja, da hinten ist irgendwie was leuchtet. Ein blaues Auto und ein paar Container und... Klingt nach dem Original-Slender. Ist das denn so ungefähr so mit in der Grafik wie, wie hieß das nochmal? Das ganz neue Slender, was jetzt rauskam. Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwie, nee. Das war doch hier, wo man auch diese Kamera an sich hatte, wie bei Outlast. Ja, ich weiß, welches du meinst, aber irgendwie willst du mir gerade nicht in den Sinn kommen. Slender The Arrival war das, glaube ich. Ja, genau, also, die Grafik ist halt so auf dem Half-Life 2 Niveau, so, sag ich mal, weil es ist ja eine Mod, in Garry's Mod. Ach so. Yep. Ja. Half-Life oder generell bin ich ja ein ziemlicher Fan von und auch von den Mod. Ich wusste gar nicht, dass es da so eine Slender-Mod gibt. Cool. Ja, da gibt's ziemlich viele krasse Sachen, also auch so aus der Horror-Ecke eine Menge. Crayer 4 auch sehr, sehr geil. Ja, das ist auch ziemlich krass. Okay, wo ist denn hier meine Seite? Vorhin habe ich schon eine gefunden und da ging auch schon direkt so eine Art Musik los. Und, oh, jetzt hat's geruckelt, das heißt... Script-Event ausgelöst. Scheiße. Nicht, dass Slender jetzt meine Festplatte hackt, wie damals deine. Der Typ hat voll viel gelöscht, ey. Richtiger Assi. Ich habe mir auch jetzt die Cry of Fear Laterne dazu geholt, damit es ein bisschen stimmiger ist. Ja, ich habe mir auch so eine Amnesia Laterne geholt für meine Videos, aber ich war so dreist und habe Amnesia ja auf meinem Kanal, also Amnesia Machine for Pigs, muss man dazu sagen, nicht Let's Play, weil ich es alleine zocken wollte. Weil wenn man, du kennst es ja, wenn man dabei labert, dann gruselt man sich nur halb so viel. Ja. Und ich dachte, 100% Atmosphäre, wartest du immer bis abends ist. Das ist immer natürlich ein bisschen kacke, weil man will den ganzen Tag spielen, aber es ist erst wirklich lustig. Abends. Ich könnte das gar nicht so ohne Let's Play, also was Horrorspiele angeht. Wenn ich da die ganze Zeit so ruhig bin und, naja, dann ist man halt mehr in dem Spiel drinne, aber in so einem Let's Play laberst du halt so viel, wie du ja auch schon sagtest. Kannst deine Angst so ein bisschen überlabern. Ja, genau. Und deshalb spiele ich das lieber in so einem Let's Play. Ah, hier ist eine Seite. Always Watches. Kennen wir doch. Jupp. Das weckt Erinnerungen. Ich hoffe ja, dass hier nicht so eine Art Werwolf kommt, wie damals in... Das Ding war so scheiße, ne? Wie es einem mal angebrüllt hat. Ja, oh, das war richtig krank. Ich habe mir das voll gerne bei Holly und Cedi angeguckt. Die beiden waren da so geil. Die beiden sind echt super.
echt gutes Entertainment machen, die beiden. Auf jeden Fall. Und was ist eigentlich so mit dir? Hast du noch vor, irgendwie mal wieder so Comeback und so? Ja, natürlich. Ich habe ja auch jetzt den ersten Part Outlast hochgeladen und ich dachte mir, weil ich habe nicht den besten Computer, ne? Ich habe so einen Laptop hier und bei mir hat Amnesia, also Machine for Pigs, beim Aufnehmen ziemlich rumgespackt. Dann habe ich mir Dexter installiert. Habe es nochmal mit Fraps versucht und ich glaube, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie ich es aufnehmen kann. Halt, ich bin jetzt fast am Ende von Amnesia und das ist natürlich jetzt scheiße, mit dem Let's Play nochmal neu anzufangen. Aber ich kann versichern, ich werde es auf jeden Fall noch Let's Playen. Und Outlast gucke ich mal, ob ich das irgendwie gebacken kriege mit der Framerate, dass das irgendwie klappt. Im zweiten Part habe ich noch auf der Festplatte, habe ich noch nicht hochgeladen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das Let's Play halt weitermache. Aber mal gucken. Und was hast du denn jetzt eigentlich noch so für Projekte geplant? Machst du denn auch Amnesia Machine for Pigs? Ja, aber ich muss erstmal die ganzen anderen Projekte, ich sage mal, durchkauen. Also Bioshock, Cry of Fear und Morrowind. Und da ich momentan auch arbeiten gehe, habe ich nicht ganz so viel Zeit. Und wenn man dann drei Projekte gleichzeitig hat, ist das natürlich nicht so praktisch. Ja, müsstest du im Grunde immer jeden Tag eine Folge hochladen. Das kriegst du dann auch zeitlich nicht hin. Außer du nimmst halt an einem Wochenende, keine Ahnung, im Voraus auf für eine ganze Woche. Aber das ist dann mit Schneiden und so, das kann man einfach nicht hinkriegen. Ja, also wo ich angefangen habe, früher mit dem Let's Play und alles, da konnte ich schon ganz gut lange aufnehmen, weil ich auch richtig Bock drauf hatte. Bei, hier, wie heißt das Spiel? Sag mal hier, mit Jackie und der Darkness, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie das Spiel heißt da. Ach so, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Da gab es mal eine Aufnahmesession, wo ich 3 Stunden aufgenommen habe. Und das Let's Play habe ich auch an einem Wochenende durchgespielt. Aber wenn man jetzt so arbeiten geht und alles, dann kann man das einfach nicht mehr. Also, ich weiß nicht. Na klar. Na, ich hatte jetzt Nachprüfung in einem wirklich schönen Fach Latein und ich konnte die ganzen Sommerferien nichts machen. Jeden Tag habe ich gelernt, hat sich gelohnt, ich habe es nachher bestanden. Habe ich mir danach vorgenommen, machst du wieder YouTube-Videos und ja. Bleibt aber trotzdem nicht viel Zeit, weil ich komme auch immer so nachmittags nach Hause und dann hat man meistens keine Lust mehr, das Equipment aufzubauen und noch stundenlang zu labern. Man ist einfach fertig am Tag. Ja. Und ja, deswegen bleibt nur am Wochenende Zeit und da bin ich dann meistens weg. Ist also super. Okay, ich gehe jetzt aufs Licht zu. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts Böses. Es wird was Böses kommen. Bisher ist ja noch nichts passiert. Ach, das ist die Hütte, wo ich vorhin gestartet bin. Anscheinend gibt es hier verschiedene Spawn Points. Ich glaube, hier müsste auch noch eine Seite sein. Ja. Wie viele gibt's denn da insgesamt? Wieder 7 oder? Nee, 8 waren das ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Wie viele Seiten soll es denn da geben? Ich weiß gar nicht genau. Bis jetzt habe ich erst das zweite. Ich kann ja mal so ein bisschen die Musik lauter machen. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ich gehe ins Licht. Noch so ein LKW, der kaputt ist. Scheiße, warum sind hier so viele Wagen kaputt? Slender hatte wieder Wutausbrüche. Oh Gott. Ich hab mich jetzt auch dazu entschieden, jemanden da mitreden zu lassen, weil ich weiß nicht, also Cry of Fear und so kann ich ganz gut alleine machen, aber bei Slender und so, wo du im Wald bist, ich weiß nicht, das schockt einen mehr, weißt du? Ja, bei Outlast, das ist ja auch, ich will jetzt hier nicht spoilern, falls einer von den Zuschauern das noch gerne spielt, also ich spoil auch nicht, ich sag ja nur das, was schon offensichtlich ist, nämlich, dass man ja halt in einer Nervenheilanstalt ist und, Alter, die Atmosphäre ist echt Bombe, also kann ich nur sagen, geht auf Steam, kauft euch das Spiel, ich guck mal gerade, wie viel das kostet, bin ja gerade auf Steam, ich glaube aber, das war 18 Euro. Ich habe es mir, glaube ich, auch für 18 Euro gekauft gehabt. Ich hoffe, hier geht es kein Trailer an. Aber 18 Euro, das ist ja ein ziemlich geiler Preis, also für so ein Spiel. 18,99, also 19 Euro. Und ich kann bis jetzt sagen, ich habe da noch nicht viel gespielt. Aber was ich in den Trailern gesehen habe und in YouTube-Videos von anderen Leuten, soll echt ziemlich geil sein. Und man kann sich ja auch, glaube ich, nicht wehren, ne? Man kann sich ja nur verstecken und alles, ne? Genau, ein schönes Survival-Horror-Game, so wie man es von Amnesia kennt, was ich mir auch sehr gewünscht habe, ist ja leider oftmals nicht gekommen, sondern nur diese In-Your-Face-Spiele, so wie, ach, jetzt fällt mir gar nicht ein, zum Beispiel
hier, warte mal. Fuck, jetzt weiß ich gerade nicht. Ja, diese ganzen Indie-Horror-Games, die man halt kennt, so. Wunderbar, jetzt fällt mir gar keins ein. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Outlast und Amnesia Machine for Pigs waren ja beides auch Spiele, also von Horror-Game-Spielern, die lange erwartet waren. Und ich habe auch da gesessen und Sekunden gezählt bis zum 10. September, wo dann Amnesia rauskam. Und ja. Wie fandest du eigentlich Amnesia The Dark Descent? Richtig geil. Also, ich weiß gar nicht, wie viel... Ach du Scheiße, hier ist ein Keller. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das gezockt habe. Ich glaube, über 20 Minuten. Auf jeden Fall echt geil, auch mit dem ganzen Mod-Support und den ganzen Custom-Stories. Ja, gibt's ja leider in Amnesia Machine for Pigs nicht. Vielleicht kommt ein Update, aber im Hauptmenü steht nichts von Custom-Stories. Leider. Ich hab's mir gewünscht, weil auch neue Monster da sind und so weiter. Und das wäre mal wieder so eine schöne Abwechslung. Und ich meine, durch die Custom Stories ist ja Amnesia The Dark Descent nicht ausgestorben. Ne? Das war ja, die Custom Stories haben ja die Community angeregt, sich mit Amnesia zu beschäftigen. Und dadurch ist es auch so ein riesiges Spiel geworden. Und dadurch ist wahrscheinlich auch der Wunsch auf einen zweiten Teil gekommen. Und ja. Ich frage mich, wie es ja jetzt mit Frictional Games weitergeht, ob die noch ein Spiel machen, was ich feiern würde. Vielleicht noch so ein Penumbra-Teil, welche übrigens auch eine ziemlich geile Spielereihe war. Ja, außer, hier, wie hieß das Spiel, was ich da Let's Played habe? Overdue, das war ja, glaube ich, da, wo man sich auch wehren konnte, ne? Ja, wo man den Spitzhacken auf die Hunde draufhauen konnte. Ja, das fand ich, natürlich hat es trotzdem was von Survival-Horror, aber ich finde so ganz wehrlos mit Verstecken und Wegrennen, da hat man doch einen höheren Puls, finde ich. Ja, ich fand das immer so ein bisschen so ein Horror-Killer, wenn man da die Chance hatte, die Hunde zu killen. Ich wollte gerade sagen, die Zombies zu killen. Waren ja Zombie-Hunde, also im Grunde liegt man da nicht ganz falsch. Alter, ist das hier groß hier unten? Das ist unnormal. Hast du eigentlich mal Haunt the Real Slender Game gezockt? Ja, yep, und... Warte, war das Haunt the Real... Ja, Haunt the Real Slender habe ich sogar Let's Played. Und fand ich persönlich unnormal geil. Na, Slender Revel fand ich nicht so geil, weil das ist jedes Mal dasselbe. Ich dachte, das wäre eine richtige Story und so weiter. Vom Trailer, haben die sich halt nur das rausgeholt, damit es gut aussieht. Also du hast ja, glaube ich, auch Slender the Revel gezockt, oder? Das war ja das ganz Neue, ne? Das auch von denselben Machern wie The Eight Pages, was ich persönlich, ich will es gar nicht sagen, wegen dem Hate, extrem scheiße fand, weil es jedes Level war absolut das gleiche mit einer anderen Map. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe es versucht mir zu kaufen, ich wollte es auch Let's Playen, aber irgendwie haben die Entwickler es nicht geschafft, mir da, nachdem ich es bezahlt habe, diesen Freischaltcode zu schicken und dann habe ich mir halt mein Geld zurückgeholt und dann habe ich das Spiel halt nie gekriegt, so. Und, ich muss dann auch sagen, ich habe mir das dann nochmal angeguckt, das so das ganz alte Slender, und habe es ein bisschen mit anderen Let's Plays verglichen. Ich habe mir zum Beispiel das Let's Play auch bei Bruger und hier dem anderen da angeguckt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist aber auch egal. Und ich muss sagen, also mir kam schon vieles sehr gleich vor, muss ich zugeben. Ich weiß, einige finden das echt extrem geil, das Spiel, aber zum Beispiel die Szene, wo man plötzlich in diesen Wald kommt. Also ich glaube, das war, nachdem man in diesem Haus war und dann diese Seiten sammeln muss. Das finde ich, fand ich extrem scheiße, muss ich echt zugeben. Ja, das ist es. Das einzige Spannende ist wirklich der Anfang, wo langsam die Dämmerung beginnt, man halt zu diesem verlassenen Waldhäuschen da geht und da drin diese kranken Zeichnungen findet. Da dachte ich mir so schon, wow, da haben sie es ja aber echt Mühe gegeben und das wird vielleicht ein Slender mit einer Story und ein geiles Survival-Horror-Game. Ja, und dann ging das Spiel los und dann, ja. Und ich sehe gerade bei dir bei Steam Amnesia The Dark Descent hast du 17,9 Stunden insgesamt gespielt. Wie hast du das hingekriegt? Mit den Custom Stories oder? Ja. Ich glaube, die Hauptstory habe ich gar nicht so lange gespielt. Also, die ging ja schon recht fix voran. Aber man muss echt zugeben, durch die Custom Stories lebt das Spiel echt gut weiter. Macht echt Laune. Auf jeden Fall. Und es gab auch sehr, sehr gute Custom Stories, die echt schon so ein. Naja. Also, es waren ja teilweise Mods. Und Custom Stories, sind ja unterschiedliche Sachen. So Mods, das sind sozusagen eigene Spiele, nur auf derselben Engine, aber man benötigt trotzdem das Hauptspiel dafür. Ich bin ja jetzt auch kein Experte, was Mods angeht, habe nie eine gemacht oder so, aber ich behaupte das einfach mal so. Ich kann ja auch mal eben kurz
Wozu habe ich denn Google? Und Custom Stories dann halt. Und die Mods, muss ich teilweise sagen, waren echt geil gemacht. Wie zum Beispiel hier, Gary hieß, glaube ich, eine. Und White Snow. Oder, nee, warte mal eben kurz. Ja, da gab's ja ganz schön viele. Also, ja, wie hießen die denn alle? Also, wenn man die jetzt aufzählen muss, dann fallen die einem nie ein. Aber es gibt da wirklich paar gute Maps. Habe ich Gary the Dark Secret war zum Beispiel auch eine ziemlich geile. Persönlich The Attic fand ich auch ziemlich geil. Lost in the Dark. Und wie sie nicht alle noch heißen. Ich glaube, A Chapter in a Log oder wie man das genau ausspricht. Genau, genau. Sehr geil. Und dieses mit den Clowns, wo wirklich, also der, das war ja der Skashi, der hat ja extrem geile, und auch der, Litronom, die haben ja, die waren ja echt Profis im Custom Stories erstellen, und die haben daraus teilweise eigene Spiele gemacht. Ja, also da siehst du auch mal, ja, was man alles aus so einem Spiel noch rausholen kann, wenn man da den Fans die Chance lässt. Das finde ich sehr schade, dass viele Spieleentwickler das halt nicht, machen, also dass sie den Spielern quasi so einen Editor geben, wo sie sich austoben können. Also bei Amnesia zum Beispiel kann man ja Custom Stories und alles machen und bei den Elder Scrolls Spielen konnte man ja immer schon mit dem Construction Sets spielen und bauen und alles. Das finde ich immer sehr geil, wenn es solche Dinge gibt. Mhm. Oder auch bei Garry's Mod zum Beispiel. Ja, Garry's Mod wollte ich mir übrigens auch nochmal holen. Soll ja auch ziemlich geil sein. Also ich muss echt zugeben, jetzt passiert hier irgendwie gerade gar nichts. Ich glaube irgendwie, entweder habe ich vergessen, hier eine Mod noch zu installieren oder irgendwie hat der Angst vor mir, weil ich hier gerade mit einem, wie heißt das Ding? Mit so einer Flare Gun rumschieße. Also so einer Leuchtpistole. Weil irgendwie passiert einfach nichts. Slender hat jetzt einfach keinen Bock mehr. Der fühlt sich verarscht. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein anderes Monster, was wir hier einfach mal random reinspawnen. So ein Zombie oder sowas zum Beispiel. ich hätte im Angebot halt diese ganz normalen Half-Life 2 Viecher. Ah, die Headcrabs-Zombies. Oder was meinst du? Oder Headcrabs einfach nur. Ja, so diese Fast-Zombies oder Headcrabs oder allgemein. Ach, die Fast-Zombies, die waren ja auch in Nightmare House, nur halt ohne Headcrabs auf dem Gesicht. Fand ich super, echt. Oh nein, es verfolgt mich. Jetzt müssen wir mal tun, als wenn wir uns gruseln. Oh mein Gott. Darauf stehen die Fans. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein fucking lol Gott. Shit. YOLO. Und nachher jetzt musst du aus Versehen das Spiel ausmachen und sagen, du hast dich so erschreckt, dass du Alt F4 gedrückt hast, was wo man sich schon verrenken muss und das hast du aus Versehen gemacht. Aber niemandem sagen. Okay. Warte, da muss ich irgendwie ein Monster spawnen. Aber da schneiden wir dann raus. Ja. Warte mal, was haben wir denn hier? Es gibt hier auch so Spielstände und alles. Vielleicht hat da ja auch irgendwie schon einer einen Slender da in die Map reingebaut. Horror Forest, Outlast und so ein Zeugs. Ach, egal. Vielleicht kommt er ja noch vorbei oder auch nicht und dann schauen wir mal. Hast du noch irgendwelche Themen, die du ansprechen möchtest? So jetzt eigentlich nicht. Naja, fällt gerade jedenfalls keins ein. Kann ich mal ganz kurz in den Nachrichten gucken, ob da was Spannendes dabei ist. Okay. Dann gucke ich mal, ob wir hier einen Slender haben. Irgendwo. Dann baue ich den da gerade hin und tue so, als hätte ich mich erschreckt. Assad soll Chemiewaffen zerstören. Also ja, das ist natürlich ein Thema für ein Horror-Let's Play, was sich lohnt zu besprechen. Ja, würde ich auch so sehen. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen kontraproduktiv, finde ich jetzt hier. Okay. Dann schaue ich mal, was so in der Let's Play-Szene los ist.
Ach ja, übrigens, PewDiePie ist jetzt meistabonnierter YouTuber auf der ganzen Welt. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemals ein Let's Player schafft. Ich meine, die haben ja jetzt Pong überholt und ich guck mal gerade, wie viel er genau hat. Du kennst ja den PewDiePie, ne? Jo, echt geiler Typ. Also auf jeden Fall. So von seiner Art her, also jetzt nicht, dass ich irgendwie auf ihm stehe, so. No. Ja, jetzt streit es ab, aber gerade noch hat er mir erzählt, egal. Der hat ja auch letztens hier dieses mit dem Wasser gestartet, diese Aktion. Echt geile Aktion, muss man sagen. 13.171.188 Abonnenten. Lol. Ja, warum nicht? Okay. Aber ich gönn's ihm, er ist wirklich übelst sympathischer Typ und ja, er unterhält auch echt gut, muss man sagen. Er kann's einfach, er hat einfach die Technik. Okay, ich habe da jetzt irgendwie so ein random Monster hingespawnt und ich werde da jetzt drauf zugehen und psch, das darf aber keiner wissen, wir tun jetzt so, als wenn wir uns richtig erschrecken, so. Ich hab Angst. Okay, ich glaube, da hinten ist eine Seite. Okay, ich gehe da mal hin und Scheiße. Und oh mein Gott, lol! Hoffel, Mauern. Ich bin aus dem Herzklopfen, du, das glaubst du gar nicht. Ja, hier hört man's. Oh mein Gott, lol, jetzt bin ich auf die Taste gekommen, oh lol. So, ich aus Versehen ist das Spiel jetzt abgebrochen, so. Ja. Tragisch, also ich bin geschockt jetzt, also das muss ich mir gleich nochmal. Ne, wir müssen das jetzt in Slow Motion abspielen, so richtig. Kennst du doch. Ja. Also würde sich richtig lohnen. Okay, so, dann renne ich nochmal auf den zu. Okay, das, jetzt machen wir es aber, damit es realistisch wirkt. Also jetzt in Slow Motion oder später in Slow Motion so? Einmal erschrecken wir uns und dann machen wir es nochmal in Slow Motion. Also wir nehmen das, den Part, wo wir uns erschreckt haben, und machen den einfach langsamer. Das ist super. Mücke erwischt. Okay. Ich meine. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich war ein bisschen zu spät. Vielleicht machen wir das nochmal. Es ist ein Monster. Okay, ich glaube, ich sollte nochmal meinen Text durchgucken. Den hast du mir am Anfang der Aufnahme gegeben. Ich habe ein bisschen versucht zu improvisieren, hast du bestimmt gemerkt. Ja. Ja, es steht eh nur Scheiße drin hier. Warte mal, was soll das denn heißen? Warte mal, ich stelle mich jetzt einfach ganz nah an den. Oh Gott, was war das denn jetzt? Ist das Slender? Ich war das nicht. Ich bin nicht ans Mikro gekommen. Ich hab mich ernsthaft ohne Scheiß, ich hab mich gerade so erschreckt, ne? Ja, ich musste auch mal ein bisschen für Spannung sorgen hier. Okay, ich werde mich jetzt ganz langsam umdrehen und dann musst du irgendwie improvisieren. Wow, was war das? Ich drehe mich jetzt um, jetzt also. Achso, du hast dich noch gar nicht umgedreht. Ja, geplant, okay. Dann sag, wenn du dich umdrehst, mach sowas wie ein Skript-Event. Keine Ahnung. Oh Scheiße, Mann, ey, das war der scheiß Zombie. Alter, der hat mich eingeholt. Es wäre geil, wenn ich das sehen würde. Der ist einfach auf mich zugerannt, der Weg. Okay, ich wollte nicht fluchen, das wollte ich mir abgewöhnen. Ja, das versuchen wir alle und dann rutscht uns. Oh Scheiße, ja, Alter. Oh, der ist voll auf mich zugesprungen. Das ist fürchterlich. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal Schluss. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ich möchte meiner Familie danken und meinen Freunden. Ja, ich glaube, das passt nicht. Okay, ich denke, wir beenden einfach die Aufnahme. Tschüss, Leute.